Gut, wir kommen jetzt zum Eindecken eines Tisches für ein Mehrgangmenü. Wir werden jetzt einen Tisch nur für eine Person eindecken. Natürlich ist es normalerweise so, dass man eher für zwei oder vier Personen hat. Zu Beginn sollte man den Stuhl noch so stehen haben, wo man dann eben den Platz auch eindecken möchte, um die Tische, die Mitte des Tisches damit zu markieren, über den Platz eben zu markieren. Dafür kann man auf dem Tisch jetzt zu zwei Hilfsmitteln greifen. Entweder man benutzt eine gefaltete, also geviertelte Mundserviette oder einen sogenannten Platzteller. Aufpassen muss man nur, wenn der Platzteller besonders groß ist, dass man den eben gleich von vornherein eindeckt, sonst hat man am Ende zu wenig Platz zwischen den Bestellen. Mit diesem Platzteller markiere ich also jetzt, wo mein Gast später sitzen soll. Man sagt, dass der Platzteller ungefähr einen Daumen breit Abstand zur Tischkante hat. Er sollte also nicht über die Tischkante drüber stehen, weil der Gast sich sonst beim Aufstehen tatsächlich auch das Essen auf den Tisch verteilen könnte. Gut, wie Sie sehen, habe ich jetzt hier zwischen mir und dem Tisch noch einen Stuhl. Der geht mir natürlich im Weg um, wenn ich den Tisch jetzt eindecken möchte. Deswegen drehe ich diesen Stuhl jetzt erstmal aus. Einfach in eine Richtung ausdrehen. Macht man meistens so, dass man eben im Uhrzeigersinn um den Tisch laufen kann. Dafür habe ich dann hier die Lehne stehen, damit ich eben nicht ständig mit dem Knie gegen das Stuhlbein trete. Gut, mein Platz ist markiert und ich habe jetzt auf meinem Geridor neben mir bereits alles, was ich eindecken möchte, vorbereitet. Hier in dieser Bestecktasche habe ich also alle Besteckteile, die ich benötige. Man beginnt jetzt das Eindecken von innen nach außen. Bei einem Platz ist es sehr einfach. Bei mehreren Plätzen sollte man immer die gegenüberliegenden Besteckteile auch nacheinander auflegen, damit alle Besteckteile parallel zueinander liegen können. So, wir beginnen von innen. Das heißt, ich habe hier als ersten mein Hauptgangbesteck. Auch das sollte von der Tischkante ungefähr eine Daumenbreite entfernt eingedeckt werden. Ein Hauptgangbesteck bestehend aus einem Hauptgangmesser und einer Hauptganggabel. Wir haben in dieser Bestecktasche, das können Sie jetzt nicht sehen, des Weiteren ein Fischbesteck, einmal Besteck für eine kalte Vorspeise und eine Suppe. So. Das Fischbesteck, ich hoffe, Sie haben das alle schon einmal gesehen. Ich komme einmal näher. Besteht aus einem Messer mit einer abgerundeten Schneide, weil man Fisch ja nicht schneiden, sondern zerteilen soll. Und die Gabel hat eine vertiefte Zinke in der Mitte, mit der man dann eben relativ einfach etwaige Gräten entfernen kann. Wenn Sie einen Tisch eindecken sollten, haben Sie normalerweise ein feststehendes Menü vor sich, anhand dessen Sie sich dann eben auch orientieren können. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es vor dem Hauptgang eben den Fischgang gegeben hat. Man soll das Besteck sehr nah aneinander legen, um eben nicht zu viel Platz zu verschwenden. Die Gabel kann dabei leicht erhöht eingedeckt werden. Vor dem Fischgang gibt es eine Suppe. Der Löffel, der hier als alleiniges Besteckteil eingedeckt wird, kommt auf die rechte Seite zu den Messern. Dazu gesellt sich dann noch das Vorspeisenmesser unserer kalten Vorspeise, mit der geht es immer los. Und natürlich auch eine Gabel, die wieder zur linken gelegt wird. Zum Abschluss unseres Menüs gibt es natürlich ein Dessert. Dazu deckt man ein einen Dessertlöffel und eine Dessertgabel. Und
merken kann man sich die Reihenfolge, wie Gabel und Löffel aufgelegt werden, indem man sich also denkt, der Löffel liegt auf der Gabel, also er liegt auf ihr. Die Gabel liegt mit dem Stiel in Richtung der anderen Gabel und der Löffel liegt mit dem Stiel in Richtung des Suppenlöffels. So, mir bleibt noch ein Besteckteil übrig. Das ist das sogenannte Buttermesser. Für dieses Buttermesser benötige ich dann auch noch einen kleinen Teller. Das ist ein Brotteller. Der liegt zur Linken des Gastes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Brotteller einzusetzen. Eine Möglichkeit ist es, abschließend mit dem Besteck nach unten. Es gibt auch die Möglichkeit, abschließend mit dem Besteck nach oben. Die gängigste Variante ist eigentlich, mittig mit dem Platzteller einzudecken und das Messer auf die rechte Kante des Brottellers zu legen, mit der Schneide nach innen zum Teller, damit sich der Gast eben hier nicht verletzen kann. Gut. Es folgen noch die Gläser. Zum Hauptgericht gibt es ein Rotwein. Das Rotweinglas wird eingedeckt in einer Linie mit dem Hauptgangmesser und in der horizontalen in einer Linie mit dem Dessertbesteck. Zur Vorspeise reichen wir einen Weißwein. Das Weißweinglas kommt schräg daneben. Und was nie fehlen darf, ist ein Wasserglas, das man auch hier in einer Linie schräg daneben stellen kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber die gängige ist, Gläser in einer Linie einzudecken. Und nicht zu vergessen, wir haben auch noch eine Mundserviette hier, die immer zum Gast zeigen sollte. Und damit beendet man dann das Tischeindecken.